Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder David van Scouten. Wir basteln uns heute ein Mediencenter. Das heißt, wo wir Filme gucken können, wo wir mit ins Internet gehen können. Ja, wo wir eigentlich alles, was das Herz begehrt, uns angucken können, wo wir mitmachen können, interaktiv dabei sind. Auch Twitch-Geschichten, wo wir Spiele spielen können. Was brauchen wir dafür? Heute in dieser Folge geht es lediglich um die Hardware. Erstmal die Hardware. Dazu brauchen wir einen Raspberry Pi. Das ist dieser hier. Raspberry Pi Modell Nummer B. Also das ist die dritte Version. Das ist der erste, ist auch schön gewesen, aber zu langsam. Und der hat schon 4 Kerne mit 1,4 GHz Taktfrequenz. Auch schön erweiterbar. Dann brauchen wir natürlich auch ein dementsprechendes Netzteil, sollten mindestens 2 Ampere sein. Dann, damit das Ganze schön aussieht, haben wir hier dann noch ein Gehäuse. Das muss auch noch mit rein, damit das Ganze läuft. Packen wir hier hin, damit das Ganze läuft. Ups, ja. Brauchen wir natürlich auch eine Speicherkarte, die ist ganz klein. Früher bei der ersten Version musste das hier rein und jetzt haben sie die Speicherkarte auf Mikro Größe gesetzt. Das müssen wir machen. Dann, damit wir das übertakten können, das Teil, haben wir hier, das sind Kühlrippen. Die werden wir dann auf die ICs kleben. Und damit wir auch Ton und Bild haben, haben wir dann hier HDMI-Kabel. So, dann wollen wir es mal auspacken, ne? So, hier haben wir den Raspberry. So sieht er aus. Wir haben hier vorne 4 USB-Steckplätze. Das da links hier, das ist der Netzwerkanschluss. Dann haben wir hier die GPU-Pins. Die kann man hardware-technisch mit einem Draht oder mit einem Stecker verbinden, so damit man wie zum Beispiel Haus Elektronik steuern kann. Also dieser Controller, dieser Computer ist sehr vielseitig einsetzbar. Dann haben wir hier Anschlüsse zum Beispiel für eine Kamera. Dann haben wir, jetzt drehe ich nochmal rum, ist ein bisschen schwierig hier. So, dann haben wir hier den HDMI-Ausgang, der befindet sich hier. Dann haben wir hier den Stromeingang, kleine Mini-USB-Buchse, Micro, Mini, ACD, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Dann haben wir hier, das müsste eigentlich der Audioausgang sein. Bei dem ersten Modell gab es noch einen Composite-Videoausgang. Der ist aber weg. Dafür hat der Raspi WLAN online, 1 GB RAM, also für so einen Minicomputer 1 GB RAM, herrlich. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, 1,4 GHz Quad-Core, also 4 Prozessoren. Sieht man, glaube ich, auch hier. Komm mal hin. Ja, es ist, ja, so viel bringt jetzt hier meine Kamera nicht. Ja, und jetzt werden wir mal bekleben. Und zwar diese Kühlrippen. Und zwar müssen die einmal drauf auf die CPUs. Und zwar einmal hier drauf und hier auf das kleine Spannungswandlerteil. Hier da, wo der Strom reingeht, da muss der Strom ja richtig gewandelt werden und die werden auch meistens heiß. Ja, soweit. Als erstes fangen wir an, die Kühlkörper mit dieser Leitfolie, Doppelleitfolie zu bekleben. Das geht ganz einfach. Alles auf diesen Streifen drauf. Dann brauchen wir nur mit der Schere ausschneiden. Das werde ich jetzt auch tun. Ja, so sieht das jetzt also aus. Jetzt haben wir also sozusagen die 3 Kühlkörper auf die wichtigsten Bauelemente geklebt. Und somit ist die Vorbereitung erstmal für diese Hauptplatine fertig.
Kommen wir zum Gehäuse. Das ist eines der Standardgehäuse für den Raspberry Pi. Man kann auch sehen hier, dass hier die Öffnung für die einzelnen Ausgänge sind. Hier unten der kleine Schlitz für die SD-Karte. Dann hier zwei Kontrollleuchten-Durchsätze. Das sind hier so kleine Leuchtdioden drauf, damit man weiß, ob er überhaupt an ist. Hier auf der Seite natürlich nichts. Und ja, jetzt machen wir erstmal das Gehäuse auf. Das Schöne ist, hier ist es erstmal offen, da kann man auch was reingucken. Und man kann auch nachträglich einen Kühler einbauen, falls man wirklich das Ding hier so knallhart übertakten will. Das werden wir aber in diesem Fall nicht machen. Ja, dann machen wir die Seitenteile auf. Die kann man nämlich auch abnehmen. So, gut, und dann wird dann noch hier, also ist richtig schön, und man kann den Raspi jetzt einfach hier hineinsetzen. Müsste passen, aha, also erstmal den hinteren Bereich, und wir haben in dem Gehäuse für den Raspberry Pi auch so Löcherchen hier drin, und die kann man entweder verschrauben, aber es ist mehr so eine Führung, damit das drauf passt. Gucken wir rein. Aha, der Schlitz für die SD-Karte ist genau passig, stimmig. Hier vorne ist alles stimmig. Gut, dann machen wir den ersten Deckel drauf. Den werden wir hier so einklinken. Zack. Zack. Und wenn man noch Hardware anschließen möchte, irgendwie ein Haus, eine Haussteuerung gibt es auch. Ach, im Netz gibt es so viele Sachen. Kann man das hier offen lassen? Brauchen wir aber in dem Fall nicht. Können wir also ruhig verschließen. So. Und dann haben wir hier, stopp, die Geschichte. Die müsste dann auch drauf passen. Das muss er, ja, zack. So ist der Raspberry Pi wunderbar verpackt. Topdeckel drauf. Und hier ist natürlich noch das Logo von dem Raspberry Pi, welches übersetzt Himbeerkuchen heißt. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Mikrokarte, die wir hier haben. Upsa, das sind immer so kleine Teile. Und ich mit meinen dicken Fingern. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die kleine Mikrokarte mit entsprechender Software zu belegen. Und zwar empfiehlt es sich Noobs. Da wird sich ein Menü beim Starten auftun und man kann zwischen verschiedenen Betriebssystemen wählen. Wir werden uns angucken, Kodi, welches über LibreELEC, also früher war es OpenELEC. Und jetzt werden wir diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, da mal zuzuschauen. Bis dann. Und ich hoffe, ihr mögt mich, oder wie heißt das nochmal? Ich weiß jetzt nicht so, bei YouTube sagt man immer, liked mich, ach, mögt mich, follow me, folgt mir, wenn ihr mich verfolgen wollt. Das wäre schön. Ich bin noch nicht so auf Klicks aus, aber ich mache es gerne, weil es Spaß macht. So, in diesem Sinne, tschüss. So, jetzt mal wieder ausmachen.